Aus dem Studio an der Weser. 3 nach 9, die Talkshow aus Bremen. Und hier sind Ihre Gastgeber, Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakers. Einen wunderschönen guten Abend, wie schön, dass Sie dabei sind. Freuen Sie sich mit uns auf diese wunderbaren Gäste heute Abend. Ja, das Wetter spielt total verrückt. 40 Grad, dann wieder 20, dazu Tornado-Gefahr. Was ist da los und vor allem, womit müssen wir rechnen in den nächsten Wochen? Das wollen wir wissen vom Meteorologen Donald Becker. Und dieser unvergessenen Kollegin bei 3 nach 9, die längst eine angesehene Ärztin ist, möchte ich eins wissen: Kann man wirklich an einem gebrochenen Herzen sterben? Begrüßen Sie mit mir die wunderbare Marianne Koch. Mit 26 Jahren hat er schon eine Mega-Karriere hingelegt. Erst Model, dann Harvard-Student und jetzt Solo-Klarinettist bei den Berliner Philharmonikern. Ich freue mich auf das Ausnahmetalent. Andreas Ottensamer. Diese Köchin, Unternehmerin und Moderatorin hat gerade mächtig Ärger bekommen, weil sie am Sinn der veganen Ernährung gezweifelt hat. Aber dazu steht sie, denn wem es in der Küche zu heiß ist, der darf nicht Koch werden wollen. Herzlich willkommen, Sarah Wiener. Wie man es schafft, ausgerechnet als gebürtiger Gelsenkirchener weltweit berühmt zu werden für Ostfriesen-Krimis, das will ich wissen von Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf. Diese Schauspielerin und Sängerin singt in einer rätselhaften Sprache, auf die ich neugierig bin, Elbisch. Diese und andere geheimnisvolle Welten eröffnet uns heute Abend die zauberhafte Ona. Seit fast 60 Jahren steht er auf der Bühne, dazu Fernsehen, die große Kinoleinwand. Ein umtriebiger, sehr engagierter Mann ist er. Schauspieler Rolf Becker ist bei uns.